gucken wir denn da hinten auf den Hintern? Diesen blöden Troll. Ich habe hier alles nochmal gelootet und es gab auch sehr viele seltene Kräuter. Was heißt sehr viele? Oh, hier gibt es noch einen leichten Texturfehler. Also ganz feinen hier. Sehe ich gerade. Also hatten wir ja schon mal auf einer Insel gehabt. Und in Varant gibt es auch noch welche, habe ich im Forum gesehen. Ich bin nämlich auf folgende Idee gekommen. Da ich jetzt mich so ein bisschen mehr rationalisiert habe, was das Let's Play angeht und vor allem was das Rendern angeht, das geht jetzt unheimlich fix auch, das hatte ich ja schon erzählt. Da habe ich mir gedacht, dass ich noch eine Folge in der Woche zusätzlich mache. Die Frage ist, weil das jetzt hier die Freitagsfolge ist, die Frage ist, auf welchen Tag ich das lege. Lege ich das auf Donnerstag? Lege ich das auf Mittwoch? Oder, ne? Also es wäre natürlich schlüssig, wenn man erstmal genau richtig die Golem-Schutzrüstung anzieht, um nachher mit dem Troll zu kämpfen. Wäre natürlich schlüssig, das mal in eins in einer Kette zu machen, denke ich mal. Dann hat man nicht so abgerissene Folgen. Also, dann würde ich sozusagen nämlich immer Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag machen. Falls es okay ist. Also, jetzt hauen wir dem kleinen Troll mal auf den Popo. Ja, okay, das kann passieren. Los, steh mal wieder auf. Lupft mich da einfach so auf den Felsen rum. Na. Muss doch jetzt mal langsam was passieren hier. Oh, das ist jetzt übel. Jetzt bin ich aber geschwächedeit. Das ist ja ziemlich lahm. Ich werde doch noch mal ein bisschen hier in die Ecke gehen. Ja, mit dieser Strategie ist es immer nicht so ganz einfach. Mal gucken, ob er da hängen bleibt oder ob er hier hochkommt und mir eine knockt. Nee, der... Okay. Er verharrt mal eben in so einer Geschichte hier. Nochmal machen. Nicht so langsam rutschen. So. Und hau. Hau, hau, hau den Lukas. Nein. Hau den Troll. Okay, den haben wir jetzt. Puh. Ja, dann gucken wir mal, ob es sich noch hier irgendwas weiterzieht. Weil das ist so ein bisschen flach auch. Kann ja sein, dass hier noch was ganz Spezielles ist, wie zum Beispiel das Buch einer Erfahrung oder Erfahrungsbücher, weil ich nämlich hier hochgeklettert bin. Ich weiß nicht, ob das so einige schon mitbekommen haben, aber ob einige die Stelle schon kennen. Ich kenne sie nicht, wie ihr denn auch. Nee, das bringt nichts, da war ich schon, also im Off auch. Okay, oh, auch nicht. Interessante Formation. Okay, ich würde mal sagen, wir werden mal wieder runter zum Tal hin. Ja, hier wird es nichts mehr geben. Ja, dann werde ich mal mich... Oh, kann ich hier hoch? Kann doch hier hoch. Das muss auch gehen. Oder nicht? Nee, geht nicht. Dann werde ich mich mal irgendwo hin teleportieren. Oh, endlich. Ausgang wieder gefunden hier. Kann ich nur hoffen, dass ich hier wieder rauskomme. Das ging doch. Hallo. Ach, du liebes bisschen, geht nicht? Doch. Oh, ich dachte schon. Okay, okay. Supi. Ja, hier war die flackernde Textur. Und hier gibt es wieder jede Menge Kräutertjes, die es zu sammeln gilt. Dann gibt es wieder eine neue... Neuen Weg. Wo geht's denn da weiter rein? Geht's weiter noch weiter rein? Ja, da geht's noch weiter rein. Erstmal gucken, was wir hier noch finden können. So, hier ist das Tal da. Hier ist ein Blaufliederches. Ab und zu mal gucken. Läuft alles? Es läuft. Ja, manchmal vergesse ich auch mal hier wieder die Pause-Taste zu lösen, wenn ich mal was abspeichere oder was esse. So, was ist denn da oben? Nicht schon wieder ein Dingsbums. Doch. Ey, wer hat denn die Dinger hier so lustig platziert? Okay. Mal
gucken, ob wir dem mit dem Feuerball ein bisschen mehr schaden können als mit ein paar blöden Pfeilen. Gucken. Nee. So was deppert es aber auch. Und ich habe meine Schutzrüstung nicht an. Meine Golem-Schutzrüstung. Mal gucken. Wo bist du denn? Oder habe ich die doch an? Gucken wir mal eben. Sieht aus, als hätte ich sie doch an. Manchmal komme ich hier selber nicht durch. Ja doch, ich habe sie an. Das ist ja toll. Wo bleibt er denn bitte sehr hängen? Nee, ich nicht nochmal Feuerball, das bringt doch nichts. Ach, da unten bist du. Vielleicht habe ich halt eben doch noch die Chance, den doch noch mit der Katana. Nee. Na, dann müssen wir das mal wieder so machen. Na, schärfen Pfeile. Oh, cool. Schwächen ihn doch ein bisschen mehr. Naja, ich überspringe das doch mal wieder, ne? 3, 2, oh, schon passiert. Sehr schön. So, Waldgolem. Und ein bisschen was an Holz. Und speichern und umziehen. Denn vielleicht gibt es hier noch mehr zu finden. An versteckten oder deplatzierten Monstern. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier ein schöner Baum, mitten im Felsen. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen will. Unbekanntes Terrain. Oder schau einmal hier. Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir erstmal dahin. Weiß der Geier, was hier noch ist. Aha. Hä? Moment, das ist doch... Bin ich jetzt im Kreis oder wie oder was? Hä? Stopp mal. Hier ist eine Anhäufung von Felsen. Ja, nee. Geh nochmal kurz zurück. Das ist echt wirr hier. Wirrungen und Wirrungen. Vielleicht. Oi. Nee, hier geht's wohl nicht so weit. Hier geht's, glaube ich, nicht so pralle. Nee. Oder da drüben. Utsch. Nee, ich glaube nicht. Es verleitet immer mehr. Irgendwo hin zu klettern. Ja, okay, dann gehen wir da wieder weiter. Das ist ja ein Ding. Hat hier einer nicht richtig... oder ist das Absicht? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier drum. So, Vorsicht. So, das sieht ja auch wieder hier kraxelbar aus. Kraxelbar. Oder ich bin wieder hier im Kreise gelaufen. Das macht mir nämlich aus. Nee, die Pflanze kenne ich noch nicht. Na, schau doch mal. Da. Was liegt denn da alles? Wunderwerke liegen da. Wieso gehst du denn da nicht hin? Ja, Moment. Ich muss erst mal gucken, was hier ist. So, Lederbeutel mit 20 Goldbrocken. Oder? Muss ich noch mal gucken im Schnitt. Unwetter. Ui, ich hatte schon mal Unwetter. Reine Lebensenergie. Blitz. Windhose, reines Mana. Und sind wir jetzt hier eingekesselt? Oder sind wir hier... Moment mal, wo bin ich denn jetzt runter? Da runter oder hier runter? Ich glaube, ich bin hier runter, ne? Ja. Nee, ich bin hier runter, weil ich bin ja auf die Pflanze hier zugekommen. Ja, natürlich, richtig. Weil hier geht's weiter. jo. Gucken. Ja, funktioniert. Und hier hoch. Und hier rüber. Hm. Also
Also wenn das ringsrum alles dicht ist, du bist nur von Felsen umzingelt. Mit ein paar garstigen Viechern. Oh Gott, ich hab mich abgespeichert. Gucken, aber die dürften, glaube ich, nicht so... Aha. Also im Landesinneren ist es spannend. Okay. Okay, speichern. Im Landesinneren ist es echt spannend. Also hier ist wieder was grün, hier ist wieder ein Grünstreifen. Obwohl da alles grau ist. Wir befinden uns richtig auf einem guten Weg. Voller Früchte und rumhüpfenden Getier. Oh, Mann. Und Warane, wieder Feuerwarane, toll. An Heuschrecken. Mhm. Boah, Alter. Moment. Ob wir hier was vergessen? Nee. Werde ich doch noch mal hier in die Ecke gehen. Das ist der Hammer. Ah ja. Hui. Ah, da sind wir. Sehr schön. Oh. Ich habe keinen Bock, angespuckt zu werden von dem. Ich weiß auch gar nicht, wie viel... Feuerwaran ist hin, ich bin auch hin. Während ich hier gerade meine Amulette und Ringe durchgucke, sehe ich hier auch wieder, wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Also bei Amuletten gibt es auch eine Kombo-Möglichkeit. Und jetzt suche ich nämlich irgendwie was mit Feuer, ein besseres Feuerschutz zu bekommen. Amulett der Kraft, Stärke-Bonus. Ja, und dann haben wir hier sowas. Hier ist auch wieder dieser Kastenring, ne? Also drei Stück. Ja, Ring der Macht. Stärke-Bonus kann ich mal auf 4 verzichten. Dann nehme ich jetzt nämlich, wo haben wir denn hier? Feuerschutz da. 5. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ja, während ich gesucht habe, kam natürlich auch eine Fangheuschrecke auf mich zu. Und jetzt speichere ich mal sicherheitshalber ab. Ich glaube, das brauche ich nicht mal sagen, dass ich jetzt abspeichere. Aha. Da hinten ist noch eine Fangheuschrecke. Ganz nervös. Mhm. Ja, ist auch besser so. Nicht, dass die mich im Kampf hier ablenken, während der Feuerwaren kämpfe. Ah, ja. Dann gucken wir doch mal. Na, ah, wieder kein Ring der Geschwindigkeit hier. So. Ja, er ist schon mal hier voll auf mich aufmerksam geworden. Und... Okay, ich habe ein bisschen was abgekriegt an Feuer. Aber es lässt sich noch verkraften, nachdem wir was gegessen haben. Zeit zu gucken, wie viel wir noch brauchen hier. Das ist nicht mehr viel. Das sind 3135. So, eben mal überschlagen. Er hat nicht gespuckt. Er hat mich nicht bespuckt mit Feuer. Das ist gut. Ja, und ihr lustigen Fangheuschrecken. Ja, okay, dann kann ich hier noch eine killen. Okay. Dass ich immer meinen Mund auflasse dabei. Okay. Hier geht's wieder weiter. Weiter im Weg. Ich gehe nochmal oben hoch, da wo... Achso, nee, da hoch. Ich muss, glaube ich, meine Kamera wieder spiegeln. Dann weiß man auch, was ich meine. Damit ich hier ein bisschen was abgrasen kann, dann melde ich mich wieder da unten am Fuße. Siehst du, so meine ich das. So, es ist wieder... es ist wieder... dämmerig geworden, hier ist ein Schattenläufer und da gibt es noch irgendwo einen Feuerwaran, richtig. Also, wollen wir mal den Trick beherzigen mit dem Schleichen. Nö, das kann dauern. So. Obwohl, der ist ja ziemlich nah an dem Feuerwaran dran.
Okay, der ist gerade am Hochlaufen. La. Das wird nix. Ach, wieso schleichst du denn noch so? Hä, was knetert denn jetzt hinter mir? Oh nee, ne? Glück gehabt. Mann, 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 was hat denn da geknetert? Das war ein Gobbo. Irgendwo ein Gobbo. Aber wo? Ach, da oben. Okay. Gehen wir wieder hin zu dem Feuerwaran. Abgespeichert habe ich ja. Okay. Lass mich in Ruhe kochen. Tja, bei der Gelegenheit mal wieder eine Fackel anmachen, oder? Wo haben wir sie denn, die Fackeln? Da sind sie. Da wenigstens was sehen. Ach so, mit der Fackel bin ich langsam. Da wieder was. Und jetzt dull. Viel von diesen Kriegern gibt's denn da? Häuptling. Oh, eins, zwei, drei. Okay. Ja, schade, dass man mir da. Moment, Moment. Ich kann mich doch erinnern, ich habe doch die Fackel mal in Geschwindigkeit gehabt. Na also, klappt doch. Ist genau das gleiche wie mit dem Schwert. Okay, jetzt werden sie aggro. Okay, ja, kommt in die Beleuchtung rein, in die Flutlichtbeleuchtung. Oh, da ist noch einer. Na, der will mich zum Narren halten. Okay. Gobo-Häuptling. Rostiges Schwert und noch ein rostiges Schwert. Noch eins, dann stimmt das. Elite-Krieger, super. Und Nicht zu noch, und plündern. da ist nichts zu plündern. Okay. Speichern. Oh yeah, schauen wir mal. Oh, wie so ein Dit? Das checkt einer nicht. Zum Beispiel ich nicht. Also immer wenn ich die Fackel neu aufhebe, dann wird auch automatisch der Geschwindigkeitsring neutralisiert. Schade. Wo will ich denn jetzt hin? Ja, hier nochmal gucken, ob es noch was gibt. So. Und wenn da nämlich irgendwie so Kriegertjes sind hier auf der Anhöhe, dann werde ich wohl was finden können. Ja, und zwar Hilfe. Noch mehr oder wie oder wat oder wie? Das jetzt sind wir ganz oben. Jetzt sind wir oben oben. Sind wir oben oben. Und wie wir oben sind. Ja, hier gibt's noch mehr Gobos. Oh. Der Wind, der Wind. Okay. Kann man die. Oh, da sind viele. Ja, damit treffe ich nichts. So. Ich kann sie echt nur. Oh, das sind aber viele. Warum seid ihr denn so viele? Alter, Stufe gestiegen. Super. Der letzte ist immer übelst. Noch was? Nö. Okay. Nicht zu plündern. Ja. Okay. Das waren aber viele. Noch mehr? Nö, nur ein rostiges Schwert noch. Dann wollen wir noch mal gucken, was da hinten sich so verbirgt. Rostiges Schwert noch. Ach, hier gibt es noch. Wieso denn gibt es hier. Ah, Moment. Habe ich die noch nicht, oder was? Da ist nicht zu holen. Ja, sieht so aus. Da ist nicht zu holen. Und die beiden? Da ist nicht zu Auch holen. nichts. Nicht zu holen. Nicht zu holen.
Waren es Dreie? Hier liegen Dreie rum. Nicht zu plündern. Ja, sorry. Dazwischen nicht noch. Nicht zu holen. Der hier und der da hinten. Mann! Ach, egal. Oder? Hat der nicht irgendwas? Zu holen. Ich weiß es nicht. Jetzt renne ich wieder nicht. Warum renne ich wieder nicht? Was? Ungeschliffener Amethyst. Das heißt, man kann ungeschliffene Edelsteine sowieso schleifen. Hab ich im Forum gelesen. Das kann spaßig werden. Denn, und auch sehr flexibel, was die Mod angeht. Ah, coole Sache das. Okay, jetzt sind wir hier oben. Lagerfeuer. Wollen wir es uns mal gemütlich machen? Ich habe doch schon Feuerchen dabei. Oh ja. Mal gucken. Der behält sogar... Moment. Okay, der hat die Fackel direkt vor seine Füße gelegt. 50 Fleischstücke. Okay. Nimmt er sie wieder auf? Die Fackel? Nein, die nimmt er nicht auf. Aber jetzt. So, und jetzt bin ich wieder lahm. Hier kann man... Hier kann man schlafen. Leute, das ist genau richtig für uns. Weil wir nämlich mal wirklich schlafen müssen. Wow. Yep. Ach ja, diese Fackel, die kann ich eigentlich wieder einstecken. Und zwar in dem Fackelfach. Da ist das Fackelfach. Okidoki. Ja, dann gucken wir mal, was es hier so gibt in diesem Raum. Ah, hier wieder ein Aquamarine. Und hier. Und eine Truhe. Alles klar. Gucken wir mal. Hier. Schauen wir mal, ob wir was reißen können. Nachher ist es ja auch wieder so eine blöde Kombi oder eine kurze. Okay. Links. Nochmal so. Aha, dann nicht. Ja, eine lange Kombi ist das. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7er Kombination. So, Steintafel der Magie haben wir geholt. Und was haben wir denn hier für Schriftrollen? Nee, das ist, sind nur Flavor-Schriftrollen. Gucken wir uns mal den schönen Morgen an. Die Sonne blendet. Haben wir denn hier in der Nähe? Also da unten ist natürlich das Tal hier. Ja, genau, richtig. Oder? Ja, genau, da unten ist das Orklager, das haben wir ja dezimiert. Aber dass hier oben noch was ist, damit hätte ich nie gerechnet. Never ever. Uiuiui. So, was ist denn da oben drauf? Gibt es hier einen leichten Zugang? Irgendwie eine schräge Stelle? Nein, ist nicht. Aber hier könnten wir eventuell gucken. Ah. Okay. Nee, geht nicht. Ich glaube auch nicht, dass da oben was drauf ist. Aber hier sehe ich was. Das sind ja die Gobbis. Toten Gobbos. Ja. Also haben wir hier hinten alles abgegrast. Würde ich mal so sagen, oder? Und dann geht es noch darum. Sibbe. Was ist denn? Jetzt muss ich erstmal hier einen Überblick verschaffen. Aha. Ja, nee, ich glaube, ich werde doch da mal hier rum düsen. Und zwar geht das hier nämlich noch weiter. Na, da nicht. Und ja, da sehe ich doch wieder was. Krauchen und Flauchen. Räuchen und Fleuchen. Und zwar... Oh, Dschungelhabchen. Blöden Habchen. So, hier können wir ganz easy hoch. Hier ist nichts versteckt. Da sind sie schon. Speichern.
Okay, zwei Stück. Drei Stück. Sind die jetzt auf Lauerstellung oder kommen die nicht weiter? Das ist die große Frage. Position ist gut. Jetzt die anderen. Nee. Die treffe ich nicht. Okay. Kann da noch näher ran. Okay. Ja, gut. Wir wollen jetzt mal hier mal ein bisschen Schluss machen. Ach Leute, wieso habe ich so wenig Energie? Wo kommt denn das jetzt her? Also das hat mich jetzt eben ein bisschen... Oh, da muss ich ja schnell was essen. Das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, was ich da jetzt an Lebensenergie fast bis zur Neige verloren habe. Ich habe doch die Dschungelharpien... Habe ich doch gar nicht berührt, oder wie, oder was? Da checkt mal einer. Okay, wo gibt's denn hier noch? Hier geht's nur noch steil runter. Also das ist wirklich hier... Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Zug. Ah! Ein Loch. Also ein Loch. Ein Loch ist da. Ein Loch ist im Berg, oh Henry. Okay, okay. Oh ja. Mann! Wo war der denn? Wo war der denn? Kann doch wieder nur ein Waldgolem sein. Da, sag ich doch. Ah, er ist wieder am Haken. Das kennen wir, ne? Das überspringe ich dann. Ich werde ihn einfach mal andingsen, anratzen und dann... Geht's weiter. Nur ein paar Schuss, dann ist er hin. So. Okay, da okay. Ja, auch das ist erledigt. Wow, wow, wow. So, gucken, ob es hier noch was in der gefährlichen in der Nähe gibt. Nein. Alter, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das hier ausgedacht? Fragezeichen. Wo war dieses Loch? Nee, nirgendwo. Ja, was hat denn jetzt eben... Achso, ich habe den Pfeil fallen lassen. Den kann ich aber nicht mehr aufheben. Gut. Also das zieht echt... Das zieht sich echt hin hier in diesem unbekannten Gebiet. Komme ich hier hoch? Weil ich sehe doch hier wieder was. Oh, bin ja aus dem Bild. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Sum, 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 sum. Ah, eine Schatulle-Truhe. Eine Truhe mit Schatulle. Obwohl die gar nicht... Hallo? Kuckuck. Wieder einstecken. Vielleicht funktioniert es dann. Ah, interessant. Und wieder eine... Lustig, Kombination. Bestimmt. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal eben. Fangen wir mal an. Aha, it is natürlich wieder das. Okay. Okay. Schreibt der Kuli nicht hier. Jetzt. So. Okay. Sehr gut. Ja, es gibt wieder 500 alte Münzen. Das ist doch was hier für den Typen auf Onas Hof. Wie hießen der nochmal? Irgendwas mit B, glaube ich. Okay, alte Steintafel der Magie und die ganz vielen alten Münzen jetzt mal eben eingesackt. Ja.
bin so neugierig, wie es hier weitergeht. Oh. Also wer hat sich das einfallen lassen? Das ist ja übelst cool. Da kann man auch noch rüber. Also hier geht es definitiv nicht weiter. Ist hier das Loch? Nee. Jetzt ist hier aber so ein Fichtendickicht. Nein, ein Dickicht ist hier. Und da könnte ich irgendwie rüber. Und da unten war ich schon. Ja, da unten war ich schon. Leute, ich ende mal hier. Und wie schon gesagt, es kann sein, dass schon eine Folge Donnerstag... Nee, das ist ja hier die Freitagsfolge. Oder dass diese Folge schon Donnerstag kommen wird. Ne? Also, wenn das okay ist, dann schreibt mir ein Abo. Schreibt ein Abo. Macht einen Daumen, Abo und einen Kommentar dazu. Das wäre cool. Also, ich sage auch Adios, Ahoi und auf Wiedersehen. Tschüss.